Ja, mit den vorangegangenen Eindrücken heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Joscha und Dexter auf Tour Video. Wir sind heute gar nicht alleine unterwegs, sondern wir sind hier mit der Mimi vom Kanal Dark Tourist Hessen. Genau. Und ja, wir machen hier so eine kleine Grenzwanderung, sag ich mal, so das hessisch-thüringische Grenzgebiet. Und da liegt halt auch diese Grabespyramide. Und ihr findet mit Sicherheit bei der Mimi auf dem Kanal, den ich euch natürlich auch verlinken werde, noch ein paar weitere Informationen und Details dazu. Total, ganz viel. Ja, auf jeden Fall. Ja, also von meiner Seite aus nämlich wird es da nicht mehr so viel zu geben, denn es ist eigentlich nicht so mein Thema. Ich wollte euch das nur eben optisch so ein bisschen festhalten, wie das hier aussieht. Und an der einen Seite, da befindet sich auch ein Hornissennest, da ist mir gerade schon ein Viech in die Haare geflogen. Da bin ich jetzt etwas vorsichtig und deswegen werden wir uns hier wahrscheinlich nicht mehr allzu lange aufhalten. Und wir verlegen dann zu einem anderen Ort und da gibt es diverse Relikte der innerdeutschen Grenze, der ehemaligen Teilung Deutschlands. Ja, und wenn ihr da Bock drauf habt, dann könnt ihr uns gerne begleiten. Bis gleich. So, jetzt sind wir schon an dem Ausgangspunkt unseres zweiten Abschnittes angekommen. Hier vorne wird Recherche betrieben. Ich zeige euch mal eben kurz, wo wir hergefahren sind. Und zwar ist das hier noch richtig schöner Kolonnenzuweg aus der DDR-Zeit. Das sieht so aus und es hat auch ganz schön gerappelt. Führt sich hier so weiter. Ja, da oben haben wir die Autos geparkt. Jetzt geht es hier nach links und wir schauen uns erstmal einen Grenzturm an. Ich glaube, das ist ein Grenzführungsturm. Das ist auch, glaube ich, als Museum betrieben und das hat ab 13 Uhr erst geöffnet. Da sind wir jetzt weit zu früh, aber ich hoffe stark, dass wir da noch ein kleines Schild irgendwie finden, wo man auch noch ein paar Informationen entnehmen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das Ding da hinten schon seht, zwischen den beiden Bäumen geradeaus. Von hier aus kann man es auf jeden Fall schon sehen. Wird spannend. Ja! Ja, ich habe noch einen kleinen Fund gemacht, bevor wir uns den Turm anschauen. Und das ist für alle die, die die Harzer Wandernadel bereits abgeschlossen haben, können die sich hier an touringen.de können die sich dann machen. Hier ist Stempelstelle Nummer 87. Hier haben wir so einen kleinen Pavillon mit touristischen Informationen. Ah, da vorne steht auch, glaube ich, der Turm drauf. Ah ja, guck hier, das filme ich euch mal eben einmal ab. Da haben wir noch ein paar Infos. Super, hier steht auch schon, dass die alte Agentenschleuse besichtigt werden kann. Das ist natürlich großartig, da muss man da nicht wieder irgendwie rumhampeln und so halblegal. Und wir haben auch gutes Wetter, von daher werden wir da nicht ersaufen, wie in der letzten, wo ich ertrunken wäre, wenn ich durchgegangen wäre. So, ja, die Struktur hier. Da haben wir halt den typischen Grenzführungsturm. Den haben wir hier sehr schön restauriert. Mal eben gucken. Ja, klar, eine andere Tür ist natürlich reingekommen. Regenfallrohr. Ja, aber jetzt muss ich sagen, das Ganze ist recht spartanisch ausgestattet, was die Informationen über dieses Gebäude anbelangt, denn hier ist überhaupt gar nichts vorhanden. Da steht hier, vielen Dank für Ihren Besuch. Ah ja, okay. Ja, es fehlt also wirklich jegliches Informationsschild. Da muss ich doch sagen, das wäre doch schön gewesen, wenn man hier einfach nochmal irgendwie eine Tafel hinmacht, wo man das dann auch ablesen kann außerhalb der Öffnungszeiten dieses Museums. Um 13 Uhr macht das auf. Ich denke, das ist ganz interessant da drin. Und vielleicht denken die sich natürlich auch, ja,
Wir wollen nicht alle Informationen draußen anbringen, sondern kommt mal auch hier rein. Ist auch alles gut, aber ich finde, so eine kleine Infotafel hätte diesem Ort ganz gut zu Gesicht gestanden, gestanden. Und jetzt machen wir uns weiter auf den Weg. Es sind nämlich noch 3 weitere Relikte da, die wir uns anschauen werden. So, hier wird Tagebuch geschrieben. Ja. Genau. Bis gleich. Ja, so kann es einem gehen, wenn man alleine in Anführungsstrichen unterwegs ist. Aber wir sind ja zu zweit und 4 Augen sehen ja immer mehr als nur 2. Und deshalb, ich muss mal eine Kritik. Ah ja, das ist alles gut. Gucken Sie mal hier. Ne? Das hat die Mimi nämlich gerade entdeckt. Ich bin hier einfach vorbeigelaufen, weil wir da hinten rumgegangen sind. Und von oben habe ich dieser Hütte dann auch keines Blickes mehr gewürdigt. Von daher, hier ist alles ausgeschildert und auch richtig gut. Also die Kritik von vorhin, die muss ich da komplett zurücknehmen. Das hat immer sonntags geöffnet von 13 bis 17 Uhr, von Ostermontag bis zum Sonntag. Das kann ich nicht, das ist mir zu viel Information. Heute ist offen. Heute ist auf jeden Fall offen, genau. Aber wir sind dann nicht mehr da. So, hier ist die Führungsstelle, da ist das alles nochmal genau eingezeichnet, was man da hat oder was die damals hatten. Ja, also wäre schon eigentlich ganz schön, da mal reinzukommen. Aber was nicht ist, das ist nun mal nicht. Dann gucken wir hier nochmal eben die andere Seite. Hier sind nämlich auch noch Informationen. Oh, das ist wahrscheinlich sehr stark von der Sonne immer beschienen, denn das ist sehr stark ausgeblichen. Hier ist der Führungsturm, da sieht man ihn vor der Freilegung und Restaurierung. Ein paar Aufnahmen von innen. Auch nochmal eine technische Zeichnung. So ein Wie heißt nochmal so eine Zeichnung? Das kannst du dich auch schön lächerlich machen vor laufender Kamera. Wie nennt sich das nochmal? Das ist. Also im Modell. Kein Grundriss ist das andere und das ist dann der Aufriss. Ein Aufriss? Ein Querschnitt. Querschnitt. Eine Explosionszeichnung. Das ist auf jeden Fall. Mechanisch ist es. Also bei Motoren, aber das ist dann. Gut. Ihr wisst. Aufriss. Ja, okay. Ein Voting. Ja, genau. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid, was wir euch damit mitteilen wollten. Also es ist wirklich hinreichend dokumentiert. Kritik an dieser Stelle anstandslos und vollständig zurückgenommen. Wir gehen weiter in diese Richtung. Da wartet das nächste Highlight auf uns. Her und da war gerade ein Schild. Wir können hier geradeaus einfach mal eben rübergehen. Hessen, da hinten, direkt am Wald. Da vorne ist so eine Struktur. Ich denke, dass es ein alter Grenzstein ist. Den schauen wir uns jetzt mal eben kurz an. Und ja, hier auf dem Gebiet haben wir halt diesen prägnanten Graben. Also ich gehe da schon sehr stark von aus, dass wir es hier mit einem ehemaligen Kfz-Sperrgraben zu tun haben. Allerdings im Zuge der Renaturierung mutmaße ich jetzt einfach mal, dass der Beton da entsprechend aufgenommen wurde, also die Fläche entsiegelt wurde. Ja, so viel zu dem Grenzstein, der hier in der Peripherie steht. Den sieht man da hinten auch noch weiter verlaufend. Also total klasse hier. Wir werden aber gleich noch einen anderen
Grenzstein finden. Wir gehen jetzt erstmal wieder zurück zum Kolonnenweg und dann, oh, da hinten, vielleicht seht ihr das schon geradeaus. Da kann man, ja, also ich kann es sehen, ob so eine Kamera rüberkommt, weiß ich nicht, aber ich schalte euch natürlich wieder dazu, wenn wir da sind. So, der Blick nach Thüringen. Und jetzt haben wir hier das nächste Relikt vergangener Tage. Wir haben hier einen Grenzturm des Typs BT9, was wir in diesem Turm nicht hatten. Das war eine, meines Erachtens, eine Heizung. Das gab es nur in den Führungsstellen, in den Führungstürmen und hier entsprechend nicht. Deshalb war der Dienst hier auf diesen Türmen auch gerade im Winter natürlich nicht sonderlich beliebt. Was hier interessant ist, das ist, dass man die Überreste des ehemaligen Tarnanstrichs noch sieht. Ich kenne viele Türme, die irgendwie gar keinen Tarnanstrich aufweisen. Aber hier sieht man so ein Tarnschema aufgebracht. Finde ich sehr interessant. Würde hier auch gern mal reingehen, aber ja, vermutlich ist der auch komplett entkernt. Eine neue Tür haben wir auf jeden Fall da drin. Die ist eigentlich baugleich mit der Tür des anderen Turms. Irgendwer wird einen Schlüssel haben dafür. Und wir haben hier eigentlich auch eine Hinweistafel. In diesem Fall darf ich aber wirklich sagen, es gibt ja so gesehen keine, oder die ist absolut unleserlich. Denn das ist leider irgendwie Papier fast ab. Und hier war auch mal irgendwas angebracht, da ist leider auch nichts mehr von zu erkennen. Könnte man also bei Gelegenheit mal überarbeiten. Aber vielleicht hat man auch in dem anderen Turm noch Informationen über diesen BT9-Turm. Ja, die ganzen Moin, die guten Tag. Die DDR-Grenztürme standen auf jeden Fall alle in Sichtweite zueinander, so dass man auch mit Leuchtmitteln oder wegen mir mit Flagge etc. pp., wenn da Kommunikationsmittel ausgefallen wären, hätte sich verständigen können. Ja, das war es soweit von hier. Allgemein muss ich noch mal eben sagen, es ist fantastisch hier. Es ist also von der Natur her richtig, richtig toll. Ist auch super, dass dieser Kolonnenweg doch in so großen Teilen noch erhalten ist und dass man das hier also letztendlich dem Naturschutz gewidmet hat, dann hat man eine gute Idee mitgehabt, sage ich mal. Das ist ein schöner Umgang mit der Vergangenheit. Ja, und jetzt gehen wir da weiter runter. Übrigens in diese Richtung, wenn wir da weitergehen, dann kommen wir zu Point Alpha. Das sind ungefähr jetzt noch 62 Kilometer, dann wäre man da. Ja, die Agentenschleuse befindet sich jetzt noch ein Stückchen darunter, da gehen wir gleich auch hin. Und die Agentenschleusen, die wurden ja immer so angelegt, dass sie in möglichst zerschnittenem Gelände lagen, sodass man das auch von der Westseite nicht oder nur erschwert einsehen konnte. Und so eine Struktur können wir jetzt hier auf jeden Fall schon erkennen, denn der gesamte andere Weg, den wir gerade gelaufen sind, der war ja, habt ihr auch gesehen, in den Ausschnitten komplett offenliegend, sehr weit einsichtig. Und hier geht es dann wirklich ziemlich steil nach unten. Da bin ich gleich ganz gespannt, wo wir das Ding da finden werden. Und vermutlich wird es auch schön schattig sein. Dann kann der Hund noch ein bisschen durchschnaufen. Ja, jetzt gehen wir aber erstmal hier vorne hin, Richtung Hessen. Da befindet sich nämlich noch ein ehemaliger Grenzstein. Ja, richtig geil. Das ist ja mal richtig geil. Da fehlt natürlich wieder die Plakette mit dem Hoheitsabzeichen. Aber die wird ja auch vielleicht sogar hier mal nachgeklebt worden. Es gibt ja auch so, kannst du bei eBay, kann man sich so Dinger nachgegossen auch bestellen, wer das sich über die Couch hängen möchte. Die werden teilweise dann da auch eingebracht, aber dann wahrscheinlich auch wieder geklaut. Und super,
So, Grenzstein der ehemaligen DDR. Und hier vorne haben wir dann direkt auf der Linie den anderen, noch historischeren Grenzstein. Da kann man also wirklich super klasse nachvollziehen. Und hier oben drauf ist auch so eine Nut. Habe ich bei dem anderen, da war die aber ein bisschen gerader. Ob vielleicht sogar die Grenze dann entsprechend hier direkt auf diesem Stein verläuft. Das könnte ich mir vorstellen, weiß ich aber nicht. So, hier steht das Ding. Ich hatte ursprünglich gedacht, dass wir hier gar nicht so eine Grenzstele haben, sondern dass wir so einen kleinen Grenzstein haben. Diese hellen, ich weiß nicht, ob die so aus so einem Granitstoff sind, wo dann DDR eingraviert wurde. Den hätte ich jetzt eigentlich ganz gerne hier gesehen, weil ich weiß nicht, ob ich den schon mal gesehen habe. Und ja, das sind natürlich auch Dinge, die gerne mal dem Andenkensammler zum Opfer fallen. Ne? So, das wird ja gerne mal ausgegraben und dann stellt man sich das irgendwo hin und guckt es nie wieder an. Das ist ja sehr häufig der Fall. Gut, nicht so lange rumschwurbeln hier. Ich vergleiche nur gerade den Anzug. Gut. Der Grenzstein. Sehr angenehm hier. Ja, aber wir gehen jetzt da wieder hinaus und dann in das tiefe, dunkle Tal. Damit heiße ich euch herzlich willkommen zu dem Hauptobjekt der Begierde, nämlich der Stasi-Röhre, Stasi-Tunnel, Agentenschleuse, wie auch immer man es nennen möchte. Wir haben hier eine ganz tolle Tafel, die vor allen Dingen auch geschichtlichen Bezug auf genau diese Röhre hier nimmt. Das ist wirklich hervorragend erklärt, das Ganze. Ja, wenn ihr auf Pause gestellt habt, dann denke ich, kann man den Text auch lesen. Ich werde es uns gleich nochmal abfotografieren und vielleicht kann ich es noch als Bild dann einfügen. Denn daraus ergibt sich ja eigentlich alles, was man hier sagen könnte. Wir schauen uns diese Stasi-Röhre jetzt aber nochmal eben genauer an. Das heißt, hier rechts ist der hessische Landesbereich. Hier vorne seht ihr schon den Ausstieg. Hier haben wir noch ein bisschen Grenzzaun wieder aufgestellt. Der war natürlich mal verschwunden, aber das könnt ihr auch alles aus der Beschreibung lesen. Die Röhre war auch mal verschüttet. So, Dexter, komm du mal hier hin. Das ist gar nicht deine Hut da. Komm mal hier hin. Ja, richtig, richtig. Komm mal her, du bist hier gebraucht. So. Und hier ist dann die thüringische Seite und der Eingang der Stasi-Röhre. Jetzt guckt euch das an. Ach, das vermutet man gar nicht, wenn man hier steht, dass es da hinten doch noch ein Stückchen noch sogar hoch geht. Ich hätte jetzt schon fast vermutet, dass wir hier ebenerdig sind. Aber sind wir gar nicht. So, und jetzt gehen wir hier natürlich mal eben einmal durch. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ist mir immer noch ein Rätsel, wie die sich hier früher durchbewegt haben, ohne sich die Klamotten zu versauen. Oder ob die danach irgendwie ihre Sachen dann gewechselt haben, weil du kannst hier. Das ist zwar ein Meter Durchmesser, aber ihr seht das, ein Meter Durchmesser, das ist nichts. Ne? Da kannst du hier irgendwie sehen, dass du deine Beine da sich durchbewegst. Am einfachsten geht's, wenn man hier auf allen Vieren letzten Endes durchkriecht. Was ich jetzt auch machen werde, dass es da halt weniger anstrengend ist. So. Ja, du musst jetzt auch hier ankommen. Geh mal weg. Geh mal weg. Wächst da. Oh, so, ihr habt es gesehen, die Dynamik eines 80-Jährigen hat sich hier gerade dargestellt. Wir haben die Röhre jetzt verlassen und hier vorne geht es dann entsprechend rüber in den westlichen Bereich. Ja, man konnte das vom Westen aus eben nicht einsehen hier und so hat man sich schön bewegen können. Ich sehe hier noch Betonstrukturen, die ich jetzt aber auch nicht wirklich zuordnen kann. Ob es vielleicht sogar alte Grenzzaunstelen sind, die hier abgelagert wurden.
Mag sein. Müsste man jetzt mal freilegen und gucken. Auf jeden Fall auch mal wieder ein richtig spannender Zeitzeuge hier. Dexter, komm hier hin. So, wir werden jetzt erstmal von hier wieder verlegen. Und das, ich muss mal eben auf die Uhr schauen. Ja, es wird so sein, dass wir gleich noch in den Grenzturm rein können. Denn 13 Uhr ist nicht mehr in so weiter Ferne. Also werden wir uns jetzt auf den Rückweg begeben und dann Daumen hoch machen. Gehen wir in den Grenzturm. Yay! Affengeil. Ja, noch mal eben kurz einmal über den Zaun geschwenkt. Letzte Eindrücke hier. Zum Vergleich könnt ihr gerne mein anderes Stasi-Röhren-Video euch anschauen. Ja. So, jetzt sind wir hier in den Turm rein. Den Dexter habe ich mal draußen gelassen, weil er hier nicht hochgehen kann. Und ich filme jetzt einfach mal ein paar Eindrücke hier für euch, die man hier so zusammengesammelt hat. Das ist ja doch wirklich allein schon im unteren Bereich sehr ergiebig, was man hier alles zu sehen kriegt. Gästebuch, Reproduktionen von Schildern, Lexikon der innerdeutschen Grenze. Oh, das ist ja auch interessant. Aha. Turmbetreuung. Ja, ich habe keine 10 Euro mit, kann ich jetzt nicht bezahlen. So, dann filmen wir das nochmal einmal ganz kurz eben drüber her. Ich will jetzt kein riesen Ding draus machen. Ich bin nämlich übermorgen noch nicht fertig. Aber wir gehen live hier hoch die steile Treppe. Die kennen wir noch aus dem Turm in Marienborn, wo ich mal hochgegangen bin. Moin. Das sind also die Sachen, das sind die Aufnahmen oder die Eindrücke, die du natürlich überhaupt nicht mehr bekommst. Die sind komplett weg. Das finde ich auch super spannend. Und da wird sogar extra darüber, gibt es dann nochmal hier so einen Ordner, so eine Ausarbeitung, das ist wirklich genau erklärt und darstellt. Richtig klasse. Ja, die ganzen Sperrenlagen sind ja auch nochmal komplett dargestellt. Das ist der Grenzstein, den ich eigentlich sehen wollte. Aber hier sehen wir auch schon, die Delegationen sind größtenteils ein Souvenir hier ganz am Ufer gefallen. Ja, so wie ich schon gesagt hatte. Und die anderen Steine sind hier auch noch schön erklärt. Ach, richtig cool. Ja, gut. Ach, das Ding haben wir mal im Grenzmuseum gesehen, draußen. Hier ist auch noch der Blick nach draußen. Muss man sich natürlich vorstellen, früher war hier selbstverständlich nichts bewaldet, das war alles komplett frei, dass man eine freie Sicht hatte auf das ganze Feld.
ein interessantes Detail hier auch, dass man die Himmelsrichtung festgehalten hat. Dass man also sofort sagen konnte, in der und der Richtung ist dies und jedes wegen mir gesichtet worden, vorgefallen und so weiter. Ja, Spitzending. Guck mich hier noch mal ein bisschen um, schalte jetzt aber hier auch das Video ab und wir sehen uns dann nachher noch mal im Auto für ein kleines Resümee. Wir sind jetzt durch mit unserer Tour hier. Ich habe hier gerade die Eindrücke vom Turm noch gesehen. Ich wollte nur noch mal eben kurz ein paar abschließende Worte finden und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte auch mich einmal noch ganz herzlich bedanken bei der Mimi für die tolle Begleitung. Wir haben uns super unterhalten, wir haben viele Sachen da zusammen gesehen, Eindrücke gehabt, war eine klasse Geschichte. Ich verlinke ihren Kanal auf jeden Fall, wie gesagt, hier noch im Video oder in der Videobeschreibung. Und freue mich, dass ihr zugeschaut habt und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da oder ein Like, schreibt was in die Kommentare rein und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Joscha und Dexter auf Tour. Bis dahin, ciao Kakao. Yeah. Danke auch. Sehr gerne. Macht's gut.